Der Herr sagt: Verkündet meinen Namen laut, denn mein Name allein wird euch erretten. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. July 24, 2010. Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr zu seinen Dienern. Ich habe in der Tat durch meinen Diener gesprochen. Ich habe meine Worte tatsächlich überall hin verbreitet und sie vor die Augen dieser höchst bösen und ungläubigen Generation gesetzt. Deshalb, meine Söhne, sprecht meinen Namen laut. Ja, ruft meinen Namen bis ans Ende der Erde. Denn ich habe ihn ganz sicher offenbart. Schaut, ich habe meinen Namen auf einen Hügel gesetzt, ein wehendes Banner vor den Augen aller Nationen. Deshalb sollen meine Leute meinen Namen hochheben und zu allen Zeiten und in jeder Jahreszeit von meiner Herrlichkeit sprechen. Meine Leute, sprecht meinen Namen laut, doch sprecht nichts abseits von mir. Sprecht nur das, was ich selbst euch gegeben habe. Ihr habt großzügig empfangen in meinem Namen. Deshalb gebt großzügig. Denn wenn ich spreche, spreche ich in meinem eigenen Namen. Und wenn ich schwöre, schwöre ich bei mir selbst. Und ihr, meine Leuchttürme, habt den Namen des Heiligen in euer Herz geschrieben. Ihr seid auch mit dem Namen des lebendigen Gottes auf eurer Stirn versiegelt worden. Seht, der Name des Maschiach soll eure Brust schmücken. Warum haltet ihr es zurück? Wie kommt es, dass ihr schweigt? Ehrt meinen Namen ganz und in Wahrheit. Sprecht meinen Namen laut und haltet nicht zurück. Verkündet die Wahrheit darüber, wer ich bin, und warnt die Menschen vor dem, was ich im Begriff bin zu tun. Denn ich bin der einzige Gott, ein gerechter Gott und ein Erlöser. Deshalb sage ich euch noch einmal, ruft meinen Namen laut und haltet nicht zurück. Ruft alle auf Erden zur Buße und Umkehr. Denn der Herr, euer Gott, ist ein verzehrendes Feuer, welches den Lauf dieser Welt in Brand setzt mit meiner Herrlichkeit, und alles wiederherstellt im Glanz meines Kommens und durch das Wort meiner Macht. Seht, mein Name allein steht durch alle Generationen hindurch. Eine immerwährende Absicherung für meine Leute. Ein sicherer Zufluchtsort für alle, die mein Angesicht suchen. Ein starker Turm für alle, die in mir Zuflucht nehmen. Von Ewigkeit an bin ich, und von Ewigkeit zu Ewigkeit werde ich sein, derselbe und unveränderlich wie mein Name. Denn ich bin, wer ich bin, Yahweh, der Eine, der veranlasst zu sein, Yahushua, er, durch den alle Dinge bestehen und Leben haben. So ist mein Name eins, so wie der Vater und der Sohn eins sind, ein gerechter Gott und ein Erlöser. Eins. Wenn also meine Lieben mich suchen oder mich in einer anderen Sprache anrufen, ist das für mich akzeptabel. Denn es gibt nur einen Gott und einen Erlöser. Ich kenne meine eigenen. Denn ich allein erforsche die Herzen und Gedanken. Und ob eines mich in dieser oder in einer anderen Sprache anruft, ich höre, ich sehe, ich weiß. Doch wie es geschrieben steht, es kommt tatsächlich ein Tag, an dem ich den Nationen wieder eine reine Sprache geben werde, damit all meine Leute den Namen des Herrn einmütig anrufen können, um mir als ein Volk zu dienen, abgesondert für meinen Namen. Doch dieser Tag ist noch nicht, sagt der Herr. Deshalb hört nicht auf all diese selbsternannten Lehrer.
Verschließt eure Ohren vor all diesen selbsternannten Pastoren, Predigern, Seelsorgern und Priestern, die meinen Namen und meine Herrlichkeit beschmutzen. Wendet euch ab von all diesen arroganten Männern in Autorität. Schenkt keiner ihrer intelligenten und dunklen Reden Beachtung. Verherrlicht meinen Namen und haltet nicht zurück. Denn es gibt viele, die sagen: Schweig, sprich den Namen des Herrn nicht laut aus. Denn wer kann seinen Namen kennen oder ihn laut aussprechen ohne Fehler? Während wieder andere behaupten, dass man nur durch einen bestimmten Namen, den sie gewählt haben, oder durch eine bestimmte Tradition, die sie hochhalten, errettet werden kann. In der Tat gibt es viele, die den Absichten des Teufels nachgegeben haben. Auch jetzt ist es offensichtlich, offenbart in der Welt durch Menschen, die meinen Namen unter einem falschen Vorwand verbergen und meinen Namen durch verabscheuungswürdige Lehren und perverse Traditionen entweihen. Menschen, die den Namen des Herrn ohne Unterlass missbrauchen, mit allem, was sie sagen und tun. Sünden, die weit größer sind als jene, die ohne Wissen meinen Namen als Fluch benutzen. Doch noch größer ist die Sünde derer, die andere in meinem Namen verfluchen, indem sie sich bemühen, einen anderen im Namen des Herrn zu verfluchen. Wehe, sage ich zu ihnen, wehe, sogar dreimal wehe, sagt der Herr, denn diese sind Brunnen ohne Wasser, Wolken, die von einem Sturm getragen werden, für die die Schwärze der Finsternis für immer reserviert ist, wie es geschrieben steht. Das sagt der Herr. Die ganze Welt ist überschwemmt mit Gotteslästerung und Sünde. Perversionen erfüllen jeden Winkel. Denn all diese Menschen des Glaubens, wie sie unter den Menschen genannt werden, entweihen meinen Namen durch menschengemachte Lehren und verunreinigen meinen Namen durch heidnische Traditionen. Hurereien im Überfluss. Kommt deshalb aus ihnen heraus und seid abgesondert. Berührt nicht mehr, was unrein ist, und ich werde euch annehmen. Seid abgesondert von dieser Welt und ihren bösen Wegen. Lasst euch hochheben und von all diesen eitlen Religionen der Menschen befreit werden. Von all diesen, die verwerfliche Lehren und erbärmliche Traditionen hochhalten und meinen Weg vor mir verunreinigen. Denn sie sind stark verführt. Sie wollen den Menschen und dieser Welt gefallen. Antichrist. Reißt euch los, meine Leute, denn ihr habt mich nicht gekannt. Nicht einer ist eingetreten. Nicht einer hat sich wirklich niedergebeugt. Nicht einer von euch hat meine heilige Stätte gesehen und flüchtig die Herrlichkeit Gottes erblickt, so wie ich wirklich bin, wie mein Diener Timothy es getan hat. Sein Geist wurde in der Gegenwart des Herrn in Brand gesetzt. Gebadet im Licht meiner Herrlichkeit, geheilt durch die Kraft meiner unendlichen Liebe, sein Geist erfüllt mit Staunen und Ehrfurcht über das, was vor seinen Augen offenbart ist und sich tief in seinem Verständnis öffnet, gedemütigt und gereinigt. Der Geist des Herrn wäscht über ihn mit der Stimme der unendlichen Weisheit, die durch seine Adern fließt und jede seiner Wunden von innen her verbindet, seine Seele in Frieden. Ich sage euch die Wahrheit. Der Diener, den ich auserwählt habe, um ihn auf diese Weise zu segnen, wird sich bald von seinem Platz erheben, mit neuer Kraft und erhöhter Vitalität. Seht, sein Glaube wird in dem Geliebten vervollkommnet werden, und er wird fliegen wie mit Adlersflügeln.
Er wird sich erheben. Und wer kann einen solchen Diener festhalten oder ihm Schaden zufügen? Denn er wird hinausgehen und hereinkommen. Ein Mann mit unerschütterlichem Vertrauen, entschlossen, standhaft für meine Absicht, mit genug Glauben, um Berge zu versetzen. Er soll den Namen des Herrn, seines Gottes, und die Herrlichkeit meiner Majestät verkünden, im Wissen, dass es keinen gibt wie mich und keinen anderen Namen unter dem Himmel, durch den meine Leute errettet werden müssen, außer durch den Namen des Königs allein. Deshalb, meine Diener, singt meinem Namen Loblieder ohne Unterlass. Segnet meinen Namen in der Gesellschaft der Engel. Ruft meinen Namen laut. Ja, verkündet den Namen des Herrn in Hörweite jedes Spötters, ins Gesicht eines jeden Widersachers, im Offenen und im Stillen. Sprecht meinen Namen mit Macht aus und haltet nicht zurück. Sprecht ihn laut aus, um derer willen, die in dieser Welt sterben. Sprecht meinen Namen so, wie er ist, und auch in der Sprache des Hörers, damit sie hören, verstehen und wissen können. Er, der war und ist und kommen wird, der Allmächtige, Gott im Fleisch, Jahoshua, Immanuel. Und wenn ihr euch vor einer Schar abscheulicher Vögel angegriffen und von allen Seiten umzingelt seht, dann schwingt meinen Namen wie ein Schwert und zweifelt nicht, und er wird sein Ziel sicher finden. Wenn der Tag kommt und seht, er ist schon da, an dem ich in meinen Zeugen wie eine feurige Flamme wohnen werde und in meinen Dienern wie ein kochendes Becken sprudeln werde, wenn alle Herden zerstreut und die Bösen der Herde geläutert werden. Denn ich werde viele Zehntausende in meinem Zorn niederschlagen und eine große Schar mit dem Schwert meines Mundes töten. Schaut, ich werde meine Widersacher niederschlagen und ganze Armeen in Schutt und Asche legen. Denn der Name des Herrn der Heerscharen ist ein Breitschwert. Und an jedes meiner Worte eine frisch geschärfte Klinge. Denn in meinem Namen ist große Macht, und beim Klang meines Namens flieht alle Dunkelheit. Denn wie ein Rasiermesser die Stoppeln entfernt und glühende Hitze die Schlacke verbrennt, so wird mein Name die wüsten Orte reinigen und die verunreinigten Städte säubern, bis all diese kreischenden Vögel zum Schweigen gebracht sind. Und jeder hohe Turm umgestürzt und in Trümmern liegt. Bis Babel völlig zerstört ist und jede letzte Spur menschlicher Erfindungen von der Erde getilgt ist, sagt der Herr, euer Gott. Dann wird der Sohn der Gerechtigkeit sich erheben, mit Heilung in seinen Flügeln. Und ihr, meine kostbaren Geliebten, werdet hüpfend hinausgehen wie Kälber, die aus dem Stall entlassen werden. Der König selbst wird an jenem Tag den Boden kultivieren, mit Strömen lebendiger Wasser, die hinter ihm hervorbrechen. Seht, neues Leben wird jeden Winkel erfüllen, und die verwüsteten Orte werden wiederhergestellt werden. Ganze Wälder werden aus der Erde emporschießen, mit jeder Art von Bäumen und blühenden Pflanzen, mit jeder Art von Gras und Farn, die wieder auftauchen, und mit jedem Lebewesen, das sich aus dem Staub der Erde aufs Neue erhebt. Seht, der Friede des Herrn wird gegenwärtig sein, und nichts unter der Sonne wird zerstören, noch wird irgendetwas der Zerstörung preisgegeben werden. Auf meinem heiligen Berg. Denn es werden keine Räuber da sein und keine Beute gefunden werden, noch wird der Starke den Schwachen töten. Denn wie es geschrieben steht,
Wolf und Lamm werden zusammen weiden. Der Löwe wird Stroh fressen, wie der Ochse. Und Staub wird die Nahrung der Schlange sein. Alle werden in Sicherheit leben. Und jedes Lebewesen wird mit seinem Nächsten im Frieden sein. Seht, an jedem Tag wird ewig währende Gerechtigkeit auf der ganzen Erde regieren. Denn der König wird sich erheben und die ganze Schöpfung wird sich verneigen. Und er wird die Freude seines Herzens freudig betrachten und der Segen wird sich erfüllen. Er wird sie segnen und bewahren und sein Angesicht über ihnen leuchten lassen. Er wird ihnen gnädig sein und sein Angesicht über sie erheben und ihnen Frieden gewähren. Und so wird mein Name auf die Kinder Israels gelegt werden, auch auf alle, die eingepfropft worden sind. Und sie werden gesegnet sein. Ja, sie werden sehr froh sein, weil sie in der Gegenwart des Herrn wohnen, für immer. Schaut, die Scharen werden in Gesang ausbrechen, denn die Herrlichkeit des Herrn wird in ihren Herzen lebendig sein. Das Siegel des lebendigen Gottes wird auf ihrer Stirn sein. Der Weg des Herrn wird in ihren Gliedern wohnen und unendliches Lob wird auf ihren Lippen sein. All ihre Taten werden Früchte tragen in Gerechtigkeit. Denn das Gesetz wird dort in ihrem Innersten geschrieben sein. Und seht, der König des Friedens wird überfließen und sein Volk wird zufrieden sein und Ruhe haben. Unsere Freude vollkommen. Deshalb sind all jene gesegnet, die Vergebung suchen in Yahushua HaMashiach und auch empfangen. Denn in seinem Namen werden alle Freiheit finden, Trost unter seinen heilenden Flügeln, Leben ohne Ende, sagt der Herr, euer Gott.